Heute die Halbjahreszahlen von der Deutschen Telekom und Freenet. Und die Deutsche Telekom hat wirklich sehr, sehr überzeugt mit den Zahlen. Auch die Freenet war im Rahmen der Erwartungen. Wir stellen euch heute mal die Zahlen im Detail vor und geben auch einen Ausblick zur Dividende fürs nächste Jahr, unsere Einschätzung und die Einschätzung der Analysten. Herzlich willkommen bei Investment Fellows. Mein Name ist Markus Lammers. Ja, und wie schon angekündigt, werden wir uns ja verschiedene Halbjahreszahlen angucken. Heute die meiner beiden Kerninvestments im Bereich der Telekom, nämlich Deutsche Telekom und Freenet. Und beide haben wirklich sehr ordentliche Zahlen vorgelegt. Insbesondere die Deutsche Telekom hat nochmal die Erwartungen schlagen können, muss man sagen. Freenet im Rahmen der Erwartungen. Starten wir mit der Deutschen Telekom. Schauen wir uns direkt die Zahlen der Deutschen Telekom fürs erste Halbjahr an. Und die konnten wirklich überzeugen. Die wichtigen Service Revenues um 3,9% nach oben gegangen. Hört sich jetzt gar nicht so viel an, aber in den letzten Jahren haben wir da häufig eher so 2,5, 3% gesehen. Also Service Revenues sind faktisch die Umsätze, die man insbesondere mit Mobilfunkkunden generiert, ja aus der Nutzung des Mobilfunks, also ohne die ganzen Hardware-Umsätze, weil die doch sehr stark abhängig sind, ja, ob gerade die Leute viel Geld ausgeben wollen für ein neues Telefon oder auch nicht. Und die sind häufig auch nicht so margenstark, also wirklich relevant sind die sogenannten Service Revenues und die um knapp 4% gestiegen und die Auswirkungen auf den Nettogewinn sehr, sehr ordentlich, muss man sagen. Nettogewinn im ersten Halbjahr um 22,6% gestiegen, von 3,84 Milliarden Euro auf 4,7 Milliarden Euro und Nettogewinn pro Aktie von 77 Cent auf 95 Cent, also auch hier eine Steigerung von 23%. Daher die Dividende an dem Nettogewinn pro Aktie hängt nämlich zwischen 40% und 60%, will da die Deutsche Telekom ausschütten, sieht man schon eine Steigerung von 23% hier. Ja, das spricht schon mal dafür, dass wir auf jeden Fall mehr als 10% auf jeden Fall bei der Dividendensteigerung nächstes Jahr sehen sollten. Und auch der Free Cashflow außer dem Leasinggeschäft ja auch sehr schön gestiegen, fast 26% von 7,1 auf 8,9 Milliarden Euro. Also auch das ein Indikator dafür, wenn viel Free Cashflow reinkommt, dass man eine gewisse Flexibilität bei der Dividendenzahlung hat. Ja, wo kommt jetzt die Ergebnissteigerung her? Operativer Gewinn konnte insbesondere in den USA bei T-Mobile US gesteigert werden um 7,4% und im außerdeutschen europäischen Geschäft, nämlich da um 8,5%. Deutschland ehrlich gesagt gar nicht so stark, nur 2% Steigerung des operativen Gewinns um 2% oder 100 Millionen Euro. Und die T-Systems, ja, auch eine leichte Steigerung, 1,5%, 2 Millionen Euro ist aber, wenn man sich mal anschaut, wo kommt denn eigentlich der Gewinn her, prozentual, dann ist natürlich T-Mobile US das wirklich dominierende Geschäft, ja, vom Gesamtergebnis. Ja, ungefähr 2/3, 14,17 Milliarden Euro werden da verdient. Dann kommt das deutsche Geschäft mit 5,13 Milliarden Euro, dann das europäische Geschäft mit 2,18 Milliarden Euro und dann die T-Systems relativ klein mit gerade mal 164 Millionen Euro. Und dementsprechend hat man auch die Guidance angepasst, ja, zwar nur leicht, muss man sagen, insbesondere beim Free Cashflow, da hat man nämlich gesagt, statt 18,9 Milliarden Euro, die man ursprünglich fürs Jahresende vorher gesehen hat, erwartet man jetzt 19 Milliarden Euro, also nochmal eine Steigerung um 100 Millionen Euro. Aber wir haben in den vergangenen Jahren schon gesehen, dass Management der Deutschen Telekom meist sehr vorsichtig und dann wird Quartal für Quartal die Guidance nach oben angepasst. Bei den Adjusted Earnings per Share hat man nichts gemacht. Ja, da hat man nämlich gesagt, größer 1,75 Euro, aber größer 1,75 Euro sind natürlich auch 1,80 Euro oder 1,85 Euro oder 1,90 Euro. Deswegen hat man da faktisch nichts gesagt. Man bleibt bei der Aussage mehr als 1,75 Euro Nettogewinn pro Aktie. Was erwarten jetzt die Analysten? Ja, und die gehen davon aus, dass ein Nettogewinn pro Aktie von 1,84 Euro in 2024 erzielt wird. Der ist jetzt adjusted, ja, 2023. Hier sieht man noch 3,57 Euro Ergebnis. Die Aktie, der ist allerdings verzerrt, weil man hat ja das Funkturmgeschäft ausgelagert und dadurch einen Einmalgewinn gemacht. Der wird aber bei den Adjusted Earnings per Share bei der Deutschen Telekom rausgerechnet. Deswegen tatsächlich der Nettogewinn pro Aktie adjusted in 2063 1,60 Euro und dann auf 1,84 Euro wäre eine Steigerung von 15%. Würde man jetzt hier quasi die Quote der Aufstellung der Earnings per Share konstant halten, würde das auch heißen, dass natürlich die Dividende um 15% gesteigert werden müsste. Und das sieht man auch hier, 77 Cent auf 89 Cent. Das ist die erwartenden Analysten ziemlich genau eine Steigerung von 15%. Ich bin ein bisschen vorsichtiger. Ich habe bei mir im Forecast 87 Cent, also 2 Cent weniger. Aber die 10%, die sehe ich auf jeden Fall. Und wenn es einigermaßen gut läuft, dann werden sicherlich auch hier 15% Steigerung bei der Dividende zu erwarten sein. Unser zweites Kerninvestment bei Steffen und mir im Telekom-Bereich ist die Freenet, die auch eine sehr schöne hohe Dividendenrendite
aufweist und die haben eigentlich auch sehr ordentliche Zahlen im ersten Halbjahr vorgelegt, ungefähr in Erwartung der Konsensschätzung. Umsätze sind hochgegangen um 3,3%, auch der Rohertrag ist hochgegangen um 5,4%, aber das operative Ergebnis ist zurückgegangen auf Halbjahresvergleich, nämlich um 1,2% von 255,2 Millionen Euro auf 252 Millionen Euro. Warum das so ist, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, weil man hat einige Investitionen in Wachstum getätigt, und zwar insbesondere in einem Bereich. Ja, und entsprechend auch das adjustierte Konzernergebnis, wo man quasi diese Sondereffekte rausgerechnet hat, das ist gesteigert worden, nämlich um 20,3% von 132,8 Millionen auf 159,8 Millionen Euro. Und auch die Kundenbasis wächst und da sieht man wo, nämlich insbesondere im Waipu.tv. Man hat ja quasi zwei große Geschäftsbereiche, einmal Mobilfunk, das ist relativ stabil bis ganz leicht wachsend. Da sieht man auch hier, man hat ungefähr 0,3% mehr Postpaid-Kunden, aber insbesondere das Internet-TV-Angebot, das wächst stark, nämlich Waipu.tv, da konnte man 330.000 neue Kunden gewinnen von 1,37 Millionen auf knapp 1,7 Millionen Kunden, die man jetzt hat und insgesamt dann auch die Kundenbasis konnte gesteigert werden um 3,3% von 9,5 Millionen auf 9,8 Millionen. Gucken wir uns nochmal an, warum geht denn eigentlich der operative Gewinn zurück? Haben wir gerade gesehen, ja, minus 1,2%. Und das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass man im Bereich Internetfernsehen stark wachsen möchte. Man hat mit Waipu.tv eigentlich einen der Marktführer, die auch sehr, sehr gut ankommen, sehr gute Kundenresponse haben. Die Kunden sind wirklich begeistert von dem Angebot. Und da sieht man, man konnte zwar die Umsätze hier deutlich steigern, nämlich um ungefähr 16% auf Halbjahresbasis und auch den Gross Profit, also die Marge, die überblieb, um 11,3%. Aber der operative Gewinn ging um 11% zurück und das hat damit zu tun, dass man 12 Millionen Euro zusätzlich quasi in Wachstumsinitiativen, insbesondere im Marketing, ausgegeben hat. Und die drücken dann natürlich auf den Gewinn, muss man aber natürlich nicht jedes Jahr machen. Irgendwann, wenn die Wachstumsphase sich ein bisschen abflacht, wird man dann sicherlich diese Sonderausgaben nicht mehr tätigen und dann schlägt das tatsächlich 1:1 beim Gewinn durch. Free Cashflow dementsprechend leider auch nicht so gut in der Entwicklung, nämlich minus 1,6%. Auch hier schlagen natürlich diese Marketingausgaben sich entsprechend nieder und dementsprechend ging hier der Free Cashflow um 2,5 Millionen Euro zurück von 153,6 auf 151,2 Millionen Euro. Und das stimmt mich jetzt bei der Dividende so ein bisschen vorsichtig, muss ich sagen, weil die grundsätzlich ja als Dividendenpolitik haben, 80% des Free Cashflows wird an Dividende ausgeschüttet. Und wenn jetzt der Free Cashflow zurückgeht, dann stellt sich halt die Frage, rechnen die diese Wachstumsinvestitionen in Marketing, rechnen die jetzt die nachher raus bei der Dividendenermittlung oder nicht? Wenn sie es nicht machen würden, dann gehe ich momentan davon aus, dass die Dividende stabil bleibt bei 1,77 Euro. Sollten sie sie rausrechnen, dann hätte man gegebenenfalls nochmal die Möglichkeit, die Dividende anzupassen. Und das ist offensichtlich die Einschätzung der Analysten, weil die gehen tatsächlich von einer leichten Steigerung der Dividende aus. Und hier sieht man die Einschätzung der Analysten, nämlich die sagen, ja, wir erwarten, dass die Dividende von 1,77 Euro im letzten Jahr auf 1,83 Euro steigt, also 6 Cent, ungefähr 3,5%, muss man sagen. Und damit würde dann die Dividendenrendite, die ist ja aktuell schon mal sehr attraktiv, um 6,99, also 7%, auf 7,37% steigen. Also tatsächlich eine sehr, sehr attraktive Dividende, insbesondere weil ja auch in den letzten Jahren, und davon gehe ich auch aus, dass es im nächsten Jahr so fallen wird, dass die Dividende befreit von der Kapitalertragssteuer ausgezahlt wird. Also man erhält tatsächlich die Zahlung 1:1 auf seinem Konto, kriegt keinen Kapitalertragssteuerabzug auf der Dividende, aber mindert natürlich die Anschaffung. Anschaffungskosten, ja, also dementsprechend, wenn man mal irgendwann die Aktie verkauft, würde man einen entsprechenden Abschlag auf den Anschaffungskosten in Höhe der Dividende haben und dann die Differenz faktisch nachversteuern. Ja, dementsprechend, also wir erwarten schöne Steigerungen, insbesondere bei der Deutschen Telekom, 10-15% erscheinen da absolut plausibel bei der Dividende und da Steffen und ich dabei auch stark investiert sind, ja, da oberhalb unserer eigenen Grenze von 2-3%, sondern eher über 4% bei der Deutschen Telekom, freuen wir uns da natürlich besonders drüber. Auch Freenet glauben wir, eine leichte Steigerung ist möglich, aber zumindest konstante Dividendenzahlung und wir glauben auch gerade in der Krise beides relativ resistente Titel. Man wird wohl nicht direkt seinen Mobilfunkvertrag kündigen, sondern eher bei größeren Anschaffungen sparen, Möbel, vielleicht auch das Auto. Größere Urlaube wird man sich vielleicht verkneifen, wenn eine Rezession insbesondere in den USA kommen sollte. In Deutschland sind wir ja schon mehr oder weniger drin. Ja, glauben wir, dass die beiden Titel doch relativ krisenresistent sind. Ja, so viel zur Telekom-Aktie. Als nächstes kommt jetzt nochmal ING und Legal General im nächsten Halbjahresbericht, der wo auch nochmal gucken, wie wird denn da die Dividendenerwartung sein fürs Jahr 2024. So viel von unserer Seite. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, auch sehr gerne ein Abonnement und das nächste Video dann wieder in 2 Tagen.